Hallo und willkommen zurück in der Minecraft-Stadt Staffel 2, Folge 3 oder 4? Irgendwie so in dem Dreh. Ich sag mal, ja, sagen wir Folge 3. Ihr seht, wir haben. Es ist gerade Nacht, es regnet und wir sind pitschnass. Und ja, da vorne steht unsere schöne Polizeizelle. Glänzt auch so wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rein, um uns ein bisschen abzutrocknen. So, genau. Hier stehen wir jetzt vor unserer TARDIS. Und ja, was soll ich sagen? Sie hat sich sehr verändert. Also nicht äußerlich, aber innerlich. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Oh, ihr seht, es ist alles sehr düster. Wir hören das Summen. Merken, hier drin sieht es ganz anders aus. Und zwar ziemlich anders. Das liegt daran, dass ich umgebaut habe. Es wäre Licht. Dankeschön. Und zwar seht ihr, ich habe das neue Tinted Glass benutzt. Tinted Glass, ja. Und dahinter sind jetzt diese Endgateways und ich finde, das hat einen echt geilen Look, wenn man hier reinkommt. Dazu haben wir oben noch so einen kleinen Weg, wo man langlaufen kann. Ich finde, das muss da einfach rein. Und ja, wenn man jetzt mal drauf achtet, seht ihr auch, die Farben sind hier ein bisschen anders. Hier haben wir unseren Lichtverstellknopf. ja. Schlecht, schlecht. Genau. Und dann würde ich euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir drücken einfach auf Kamera. Und wie Sie sehen, sehen Sie eine Policebox von außen. Herzlichen Glückwunsch! Genau, wir warten mal kurz. Genau, jetzt fragt man sich aber, was passiert denn, wenn wir während des Fluges gucken? Manche denken ja, na, man sieht die TARDIS von außen. Also, auf dem Parkplatz. Ah, habe ich gar nicht erzählt. Hier, ich habe das jetzt so eingebaut, dass es so aussieht, als wenn dieser Time-Rotor auch auf und ab hüpft. Ihr seht, das ist zwar ein bisschen buggy, aber es erfüllt seinen Zweck, finde ich. Genau. Und dann würde ich mal so. Ach ja, hier unten habe ich jetzt auch noch Lichter eingebaut, denn aus dem Grund, dass man von hier oben nicht mehr die Laufrichtung ganz gut erkennt, haben wir hier unten zumindest nochmal. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was passiert, wenn ich jetzt auf Kamera drücke. Wir befinden uns im Zeitvortex. Ihr seht viele verschiedene Zeitströme an uns vorbei. Hier mittendurch. Und ja, wir werden wieder rausgeschmissen. Wenn wir jetzt nochmal drücken würden, dann würden wir das gleiche Prozedere einfach nochmal sehen. Ah, das ist so. Puh, da bin ich irgendwie mega stolz drauf. Ich kann sagen, wir landen mal wieder. So, der Sound ist gerade weggebackt, auch gut. So, wir sind da und es ist Mittag. Wir können also mal rausgehen. Und dann gibt es auch eine Neuheit, und zwar von außen. Ich kann mal kurz die TARDIS von außen starten, dann seht ihr es schon. Wir haben hier ein bisschen mit Partikeln noch gearbeitet. Und einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, realistischer wirken zu lassen. Weil sobald sie weg ist, hinterlässt sie noch so eine kleine Staubspur. Und dann ist sie auch weg. Andersrum auch, weil ich sie wieder herhole. Drück, drück, drück. Da taucht es auch wieder auf. Da ist er. Genau, das war die TARDIS. Dann gibt es noch eine Neuheit und zwar ist hier vorne ein Teleporter zum Berghotel. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste den Vortex weiter ausnutzen. Habt ihr vielleicht auch gesehen, weil da noch ein zweiter Amos denn drin war. Ja, gerade war ein Fail, wir gehen nochmal rein. Oh Gott. Ganz Blinklichter, Geräusche. Alles so beängstigend und erschreckend. Wir reisen durch den Raum. Ah,
Und da sind wir rausgekommen. Oh, es ist wie, als wenn ihr mit einem Vortex-Manipulator durch verschiedene Planeten-Systeme reist. Oh, geht auf den Kopf. Genau. Dann hier drüben, was eigentlich mal das Berghotel werden sollte, wird jetzt einfach zur Geisterbahn deklariert, weil ich fand, dass dieser Berg da einfach besseres Potenzial hat. Deswegen steht ja auch schon so eine halbe Eingangstor-Gebilde. Provisorisch, aber ja. Genau, dann hier oben. Also, ich dachte halt, man könnte hier viel bessere Ausblicke machen, zum Beispiel hier rein. Ach so, das ist das Sägewerk. Ups. Na gut, haben wir sogar Übergang direkt ins Hotel. Und hier unten haben wir sogar noch einen Minenschacht. Das heißt, da können wir dann ein paar Farmen reinbauen. Und ihr seht, der Berg hat sehr viel Potenzial. Vor allen Dingen, oh, das ist cool. Dann kann man hier unten sogar keine Insel machen. Genau, hier oben kommt dann nämlich so ein Luxuszimmer und alles mit Panoramablick auf die Stadt. Und ja. Für die Leute, die fragen, was wird jetzt hier mit? Das wird dann einfach abgerissen. Und ich habe hier vorne ein Schild hingepackt. Das ist nämlich dann für Staffel 3. Hier kommt dann ein Hafenviertel hin. Hier, das ist zwar ein Sumpf, aber das kann man alles später noch umändern. Genau. Dann würde ich sagen, wäre es das auch schon. Viel mehr gibt es heute nicht zu zeigen. Ihr habt aber gemerkt, dass. Oder man kann es sehen, vielleicht ist es sehr viel Arbeit gewesen. Ja. Nochmal der Aufruf an alle, die dieses Video schauen. Wenn sich jemand gut mit Custom Model Datas auskennt, bitte bei mir melden. Wir brauchen mal jemanden, der unser Schweinchen als Auto verkleidet. Ne? Ja. Jo, moin Leute. Hier ist nochmal der Red Gamer aus dem Schnitt. Und natürlich war das hier an dieser Stelle noch nicht alles. Ich war natürlich so dumm und habe euch vergessen, die neue Brückenanimation zu zeigen. Oh. Ja. Na gut, neu ist er jetzt nicht wirklich. Sie wurde überarbeitet, ein bisschen mit der Musik mehr übereingestimmt. Eine neue Animation des Films ist noch hinzugekommen, aber seht selbst. Genau. Dann würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt cool und naja, und macht's gut.